06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Simon, es geht doch noch. Ja, ich glaube, wir sind alle sehr erleichtert, dass wir es heute mal wieder geschafft haben. Ich glaube, nach der ganzen Serie jetzt und in den letzten Wochen, wo wir nur auf die Fresse gekriegt haben, glaube ich, tut es sehr gut, heute endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, man hat gerade bei allen nach Abpfiff die Freude gemerkt. Denn jeden Einzelnen, den ich in die Augen geguckt habe, hat sich gefreut. Und ja, es ist schön heute auf jeden Fall. Warum hat es heute geklappt? Ich glaube, weil wir heute das auf den Platz gebracht haben, was man braucht, um unten rauszukommen. Also ich glaube, wir waren von Anfang an vor allem kämpferisch da, haben uns, glaube ich, in alle Zweikämpfe, die es gab, irgendwie versucht reinzuwerfen, hatten zwischendurch natürlich auch mal Phasen, wo wir den Gegner ein bisschen gelassen haben, auch nach der roten Karte, die uns natürlich brutal in die Karten gespielt hat, muss man halt ehrlich sagen. Und ja, wir haben halt dann einfach zwei Tore gemacht und die sind halt einmal, glaube ich, direkt nach der roten Karte ungefähr. Tat uns das schon mal ganz gut, dann haben wir ganz gut den Ball laufen lassen, ein bisschen versucht, die Ruhe zu bewahren und am Ende, wie gesagt, alles versucht wegzuverteidigen, was halt ging und oder was kam. Und ich bin sehr stolz, dass wir heute hier gewonnen haben. Ole Kittner, ein Bann ist gebrochen, Fluch ist gebrochen, wie auch immer man es nennen will. Wie viel ist da gerade mit dem Schlusspfiff erstmal abgefallen? Ja, sehr viel. Also ich glaube, wir haben versucht und das Trainerteam auch, dass wir die Köpfe freikriegen, dass wir einfach diesen ganzen Ballast mal 90 Minuten ausblenden und einfach das machen, was wir können, Fußball spielen. Und ja, ich glaube, wir haben heute ganz gute Ordnung gefunden, haben relativ wenig zugelassen, hatten natürlich dann auch mal Spielglück, was wir die letzten Wochen definitiv nicht hatten. Und deswegen ja, sind wir überglücklich und ja, müssen jetzt natürlich auch weitergehen. Ne? Also es ist kein Grund, jetzt irgendwie einen Schritt weniger zu machen. Man hatte von außen auch das Gefühl, heute loderte wieder was in der Mannschaft. War das vielleicht auch dann der Schlüssel zum Erfolg? Ja, also ich muss ehrlich sagen, es lodert wirklich die ganze Zeit in der Mannschaft. Es ist einfach viel Verunsicherung in den letzten Wochen da gewesen, aufgrund dieser krassen Misserfolgsserie. Aber ich glaube, wir haben heute wirklich ja, sehr, sehr stabil gespielt. Bestimmt nichts Überragendes gespielt, aber ich glaube, das, worauf es jetzt ankommt, dass wir sehr klar sind in unseren Aktionen. Und ja, es hat uns heute auf jeden Fall weitergeholfen. Trotzdem muss man sich am Ende bewusst sein, dass es ein kleiner Schritt war. Auf jeden Fall, also nächste Woche geht's weiter. Es ist nichts geschafft, wir haben das Ding zum Stehen gekriegt. Das ist erstmal sehr wichtig gewesen. Es ist sehr wichtig gewesen, dass jetzt auch, sag ich mal, aus dem Umfeld, aus dem, was gar nichts mit Fußball direkt zu tun hat, nicht immer auf diese Serie hingewiesen wird, was natürlich auch normal und berechtigt ist, aber das setzt sich natürlich in den Köpfen fest und das können wir jetzt abhaken, können uns auf Fußball konzentrieren und das ist sehr wichtig. Danke. Arne Baritz, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Was war heute ausschlaggebend, dass man eben Magdeburg die 3 Punkte abnehmen konnte? Ja, die Einstellung der Jungs, glaube ich. Also sie haben von Anfang an gezeigt, dass sie wollten und haben alles rausgehauen. Hatten eine gute erste Phase, fand ich, in den ersten 15 Minuten, die dann bis zur roten Karte geführt hat. Danach ein bisschen Probleme vielleicht gehabt, die Überzahl, erstmal damit klarzukommen, sich finden und dann zum Glück wieder reingekommen und die Tore gemacht. Ne? Du hast nach dem Meppenspiel von Botschaften gesprochen, die angekommen sind. War dann die defensive Ausrichtung, die heute, würde ich sagen, auch zum Erfolg mitgeführt hat, eine Antwort darauf? Ja, ich würde es gar nicht auf die defensive Ausrichtung sehen, sondern auf Zweikampfverhalten, auf Schnelligkeit im Umschalten, auf Aufmerksamkeit, auf gegenseitiges Coaching, darauf Verantwortung zu übernehmen. Das waren die Botschaften, nicht zwingend die defensive Ausrichtung. Was kann das in den Köpfen der Jungs jetzt freisetzen? Ja, ich denke, sie haben jetzt ein Bild, wie es gehen kann und da würden wir gerne anknüpfen, von daher. Nächsten Samstag geht es direkt weiter. Ja, das wäre schön, wenn es dann auch mit dieser Einstellung weitergeht. Ein bisschen schade natürlich, dass Fridolin Wagner, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, dann gelb gesperrt fehlen wird oder gelb-rot gesperrt. Aber ja, wir werden ihn ersetzen. Danke. Nico Brandenburger heute reingerutscht, um auch für defensive Stabilität zu sorgen. Und ich glaube, das hast du heute astrein erfüllt, oder? Ich denke, ja, wir haben die Null gehalten, das war ganz wichtig. Ja, es war einfach enorm wichtig, die Defensive stabil zu kriegen. Wir haben alles reingehauen, haben die Zweikämpfe angenommen, haben sie gewonnen. Klar, die rote Karte spielt uns mit rein, aber wir haben das Glück irgendwie auch erzwungen und ja, war eine sehr gute Leistung. Wie schwer war es nach dem Meppenspiel eben mit der richtigen Einstellung wieder auf den Platz zu gehen und wie gut tut es dann am Ende, so belohnt zu werden? Ja, wir haben den Sieg gebraucht, tut enorm gut. Wie gesagt, wir haben versucht, alles reinzuwerfen, haben versucht, das Meppenspiel vergessen zu machen. Ich denke, durch die Einstellung ist uns das gelungen und es wird man in den nächsten Wochen aber auch wieder auf den Platz bringen.
Du sprichst es an, am Samstag geht es schon wieder weiter. Es war halt heute am Ende ein kleiner Schritt, wenn auch ein sehr guter. So sieht's aus. Heute voll genießen, die drei Punkte, den Sieg genießen. Aber nächste Woche geht es wieder weiter. Da haben wir wieder ein Heimspiel vor der Brust. Und da sieht es aus, dass wir genauso auftreten wie heute. Genauso die Zweikämpfe annehmen, das Spiel genauso annehmen wie heute auch. Danke. Gerne.